Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück bei Atlas. Wir haben ein Einhorn im Stall. Schaut es euch an. Eine ganz seltene Erscheinung. Ich bin hier gerade mit der Giraffe rein und dachte mir, was denn das? Ja, es schnarcht. Aber was ist das? Ja, es ist Henry Baboon. Henry Baboon ist hier, Level 24 von den Trunken Dodos und der schläft augenscheinlich auf unserem Dach. Moment! Ja, ne? Komm zu den Dodos, haben sie gesagt. Da erlebst du was, haben sie gesagt. Also, wir haben jetzt ein Einhorn in unserem Stall. Das ist doch was Feines, ja? Die gibt's hier also auch. Und wir machen uns jetzt mal rüber. Wir machen uns jetzt mal rüber. Der Coach farmt fleißig Bäume mit dem Elefant. Das macht aber auch Spaß, ja? Wir machen uns jetzt mal rüber und schauen uns die Galeone an. Ich bin selbst riesig gespannt, weil ich habe die nur ganz oberflächlich bisher erkundet. Das ist das größte Schiff, welches in Atlas bisher gebaut werden kann. Ich denke auch nicht, dass noch wesentlich größere kommen, aber vielleicht gibt es noch später andere Modelle oder dergleichen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass noch Variationen oder dergleichen reinkommen. Aber noch was Größeres als diesen Kahn kann ich mir echt kaum vorstellen, dass das überhaupt geht. Nebenher werden auch noch hier wieder Schoner gebaut. Ne? Das, was wir haben, wird einfach nochmal so vom Stapel gerollt und ja. Also hier wird weiter fleißig mit Schiffen expandiert. Das, denke ich, soll später so sein, dass wir einige große Schiffe haben, die dann für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Aber da sind die Admins von uns noch, also die Tribe-Admins, die Kompaniechefs, noch am Planen und machen. Da will ich jetzt nichts weiter versprechen oder dergleichen. Aber das ist, wäre, denke ich, eine coole Sache, wenn wir so ein paar allgemein verfügbare Schiffe zur Verfügung stellen und dann nicht eben 1000 Wildschiffe quasi im Hafen stehen haben, sondern dass das ein bisschen geordneter ist. So, das ist die Dodo-Kalypse. Das Schiff ist einfach nur gigantisch. Ich glaube, ich kriege das gar nicht auf einen Screenshot. Mal gucken. So könnte das funktionieren. Die gierigen Hände sind da unten immer im Bild, wenn ich in so einen Screen mache. So, Moment. Die Dodo-Kalypse. Finde ich übrigens ein super Name. Gefällt mir. So. Also. Die schauen wir uns jetzt mal von innen an, sozusagen. Beiboote sind da. Die haben auch diese Galeonsfigur. Die große, wie wir. Den Löwenkopf ist auch echt der schönste, finde ich. Und tatsächlich 2, 4, 6 Masten. So, wupp. Und diese Leutchen, die hier so geschmeidig auf der Reling sich gesetzt haben, wie auch immer, das sind tatsächlich die 1,6 pro Stunde. Boah, das braucht aber echt Gold dann, diese ganze Crew hier, ne? Das sind tatsächlich eben die NPCs, die man anheuern kann und die man dann hier entsprechend befehligen kann. Hier sehen wir, Sekunde, Unseat könnte man machen, Behavior, Modify Order Include, Harvesting Settings, Options, Unclaim Back. War nicht irgendwo gestanden, was die machen können? Unseat? Wahrscheinlich muss man sie erstmal runtersetzen lassen und dann zuweisen. Also man kann denen dann Segel zuweisen, die Kanonen zuweisen. Ich glaube sogar das Steuer, oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall finde ich es mega geil, dass die hier so auf der Reling sitzen. Und das macht das Ganze, auch wenn sie sich jetzt nicht sonderlich bewegen, ein bisschen lebendiger. Die Crew. Das ist schon cool. Also ist ein geiles Features von Atlas und vor allen Dingen, denke ich, kann man das auch noch ausbauen. Ja, ich denke, man kann das auch noch ausbauen. Man kann der Crew auch Sachen ins Inventar geben, man kann die ausrüsten. Ja, die hier sind jetzt noch alle ziemlich nuggisch. Ja, die habt eine Hose und Schuhe, haben sie schon bekommen. Man kann denen auch Waffen geben. So dass im Falle eines Enter-Angriffes, was beim PvP natürlich in erster Linie interessant ist, dann eben auch das Schiff von der Crew verteidigt wird. Sehr, sehr wichtige Sache. So, wo fangen wir an? Ich glaube vorne. Genial finde ich halt auch diese zwei Ebenen, die jetzt hier schon sind, plus die dritte Ebene hinten mit der. Ja, okay.
okay. Mit dem Steuer. Also das ist schon echt cool. Und auf dem Mast werden wir auch mal hochklettern. Werde ich wieder runterplumpsen. Wir kennen das. So, hier sind die Kanonen und die sind noch unbemannt. Die sind noch unbemannt. Ihr könnt ja mal die Kanonen mitzählen und am Ende in die Kommentare schreiben, wie viele ihr gezählt habt. Ich bin gespannt. Hier, das ist die Versorgungsstelle für die Matrosen. Hier kann man entsprechend Futter reinschmeißen, sodass die dann sich automatisch bedienen aus diesem... Ja, ist quasi der Futtertrog für Matrosen. Ja. So. Den haben wir da. Sehr cool, da einfach so einen Aufbau drauf zu machen, den man begehen kann. So, gehen wir ins nächste Deck. Wieder ein paar Kanonen. Huch. Was habe ich jetzt gedrückt? Weg. So. Wollte nur die Tür wieder zumachen, aber das ist die Maststeuerung hier unten. So, wieder ein paar Kanonen. Ein paar Schränke dazu. Hier scheinbar nochmal so ein Futterdruck. Wie krass das einfach ist. Wie krass riesig das ist. Wie viele Kanonen hier stehen. Mega. Mega. Und hier geht es dann jetzt nochmal runter. Man, so ein Schiff kannst du natürlich mit einer sehr großen Allianz, mit einer sehr großen Gilde oder dergleichen schon steuern. Aber die Kanonen kriegst du nicht alle besetzt, selbst auf einer Breitseite nicht. Da braucht man dann auf jeden Fall die NPCs. Gestern standen die auch alle noch hier dran. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Sind die Meutern gegangen zwischendrin? Eingepackt? Also gestern waren alle Kanonen besetzt, als ich hier durchgelaufen bin. Das sah richtig cool aus. Oder nicht alle vielleicht, aber echt sehr viele. Vielleicht wurde das, um Gold zu sparen, jetzt erstmal, dass die eingepackt wurden wieder. Kann ich mir gut vorstellen. So, also das nächste Kanonendeck. Dann gehen wir nochmal eins runter. So, und dann kommen wir in den Werkstattbereich. Und hier geht es nochmal eins runter. Ach, das ist dann der Bauch. Okay, hier ist nichts. Aber hier ist dann der Werkstattbereich. Werkstattlager. Das ist wie riesig, Mann. Wie riesig. Stellen wir einfach mal zwei Smithies rein. Wir haben ja den Platz, weißt du? Lager. Mach mich, wo die Kombüse ist. Krass, was kann dieses Schiff eigentlich tragen? Dodo Calypso kann tragen 32.400 Kilo. Jetzt müssten wir mal davon ausgehen, dass man mit den Mann, die hier das besatzen, schon mal 2.000, 3.000 Kilo, vielleicht sogar 4.000 weg hat. Bleibt aber immer noch echt viel übrig. Braucht man aber auch allein schon für die Kanonen. Also wir sehen, momentan sind belegt schon 14.000 Kilo. Da sind natürlich die Schränke befüllt, da sind Munitionsschränke, da sind die Kanonen, die jede einzelne 140 Kilo wiegt. Ich weiß nicht, ob die NPCs, die drauf sind, auch wiegen. Das könnte natürlich auch noch sein. Da ist die Kombüse. Sehr schön. Boah, sogar mit, oh, das ist ja cool, hier mit Sitzgelegenheit, mit Bar. Das ist eine gute Idee. Halbwände sind das und obendrauf diese Catwalks. Die Planken sozusagen. Das ist eine gute Idee, das so zu bauen. Jetzt bräuchte man halt noch so ein bisschen Deko-Gegenstände, so ein paar Flaschen rum oder sowas. Und hier hinten ist die noch relativ unscheinbare Lager- bzw. Vorratskammer. Sehr schön. Das gefällt mir gut, auch dass der Bareingang dann von hier ist, schön gebaut worden. Ja, so ein paar Deko-Gegenstände fehlen halt noch in Atlas. Ich bin gespannt, wie sich das dann mit den Mods verhalten wird. Wir sind ja auf den offiziellen Servern unterwegs und bei ARK ist es ja auch so, dass die offiziellen Server nicht gemoddet sind. Da stellt sich mir dann die Frage, ob die einfach einiges von den Mods, wenn es dann cool ist, direkt übernehmen ins Spiel. Gerade wenn es solche Deko-Sachen gibt, die das Spiel für PvE irrsinnig bereichern, wäre das echt schön. Ansonsten wäre es für mich dann wieder ab einem gewissen Punkt so ein Totschlagargument für die offiziellen Server. So, wo ging es denn raus? Da. Wenn man jetzt überlegt, dass man auf inoffiziellen Servern dann die S-Plus-Mod wieder hätte, sowas in der Richtung, mit vielen Vorteilen und ja, dann wäre es schon schade, wenn man das eben auf den offiziellen nicht hat. Also ich hoffe, dass die irgendwann auch dazu übergehen, Mods dann für diese offiziellen Server zu übernehmen. Na komm schon, ich will da mal drauf. Drauf! Na gut, wollte noch ein Foto schießen von der Ecke, so von schräg vorne über die Masten hinweg, aber
Ja, wir gehen noch mal auf einen drauf. Die Aussicht da von oben ist bestimmt auch sehr cool. Könnt ihr mal schreiben. Also ich finde, ich bin bei diesen Riesenschiffen, muss ich ganz ehrlich zugeben, zwogespalten. Zum einen irgendwie sau cool. Zum anderen finde ich diese Größe schon fast übertrieben. Also so ein Dreimaster, Viermaster lasse ich mir noch gefallen. Sechs, das ist irgendwie wieder so. Das ist wie bei Ark die Titanosaurier, diese riesigen Sauropoden. Die waren für mich auch einfach übertrieben, sowohl von Größe als auch von dem, was sie können. Dieser Gigantismus. So. Oh, noch eins. Ja. Ich werde so sterben. Also der Ausblick von hier oben, der ist schon erstaunlich. Vor allem, wenn man dann jetzt mal so diese Flotte sieht, wie viele Schiffe hier im Hafen stehen. Mega cool. Mega cool. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier wieder runterkomme. Ah, das da wäre schon beinahe wieder passiert. Wenn man dann. Moment, wo war das? Da war das. Wenn man dann einmal zu viel nach hinten drückt noch. Dann ist mal ganz schnell unten. So. Tatsächlich habe ich es überlebt. So, das Captain's Quarter haben wir uns noch nicht angeschaut. Glaube ich. Auch wieder reichlich Kanonen. Und hier der Schatz. Der Schatz der Dodokalypse. Er wird eines Tages legendär werden. Momentan ist er wahrscheinlich noch relativ. Obwohl, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Gold da drin liegt. So. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Obwohl, momentan liegt da wahrscheinlich gar nicht mal viel Gold drin. Weil sie die Mannschaft hier reduziert haben. Aber wenn es dann ablegt, dann muss halt ordentlich Gold rein. Sehr geil. So, und wenn du jetzt hier am Steuer stehst. Uiuiui. Das ist schon ordentlich weit rausgezoomt. Hat mir echt auch einen guten Überblick. Versuch mal mit. Oh, mal schauen, wie weit man hier rausscrollen kann. Das war's. Mehr rauszoomen ist nicht, aber das ist schon gewaltig. Wie mega, aber für einen Screenshot reicht's nicht. Sie passt einfach nicht in Gänze drauf. Dann ist der Screenshot aus dem Wasser fast noch besser. Boah, das ist so cool. Also schon echt genial, dieses Schiff. Riesig, gigantisch und unglaublich, dass das in einer relativ kurzen Zeit hier von den Randlatten gebaut wurde. Mit saumäßig viel Aufwand. Und wir sehen hier auch 12.000 haben die Wände hier erleben. Unsere haben 5.000 auf dem kleineren Schiff. Hält also auch natürlich reichlich mehr aus, aber ist jetzt auch nicht die Welt. Ist im Zweifelsfall auch schnell runtergebombt. Und wenn dann so ein Schiff sinkt, stell dir mal vor, es sind Hunderttausende an Ressourcen drin in dem Ding. Stell dir mal vor, das Schiff sinkt dir. Und du bist der Captain. Weißt du? Du bist der Arsch, der das Ding im Wasser versenkt hat. Alter, ich. Boah. Ich werde das nie steuern, das sage ich euch. Ich werde das nie steuern. Niemals. Man wird es mir wahrscheinlich auch nie anvertrauen. Zu Recht, zu Recht. Gut. Wollen wir mal rüber zum Leuchtturm? Könnt ihr ja mal probieren, ob ich da hochkomme. War das hier? Ne, eins weiter noch. Auf unseren Steg muss ich hier irgendwie kommen. Wo war der doch gleich? Ach, bin doch schon dran vorbei. So. Das soll auch noch umgebaut werden. Hier diese Popelbrücke, da sind auch Pläne derzeit, die gemacht werden, so wie ich das verstanden habe. Dass das eventuell nochmal ein bisschen aufgehübscht wird. Aber momentan hat man ja immer das Problem mit der Strukturenanzahl und den damit verbundenen Lecks. Die Schiffsfahrschule ist hier. Und das sind die Fahrschulschiffe.
Green Sun, Black Swan und die Saphir. Schön, schön angepinselt. Gefällt mir. Coole Bootchen. Und hier wird wahrscheinlich noch weitergebaut werden. Coole Bootchen. Wir müssten uns das auch mal ein bisschen bepinseln, glaube ich. Die Niveau. Die verdient schon auch noch mal ein bisschen Farbe. Sollte man mal machen. Aber schön. Nicht rosa. So, dann gehen wir mal hoch. Mal schauen, ob ich es schaffe. Wahrscheinlich kriegt er gleich wieder was zu lachen. Also wenn ich hier schon mal hochkomme, ohne runterzufallen und zu sterben. Da. Ein paar Leitern. Und ein schönes Häuschen da oben. Ihr seht übrigens, ich habe auf 1440p 30 umgestellt. Also nicht mehr 60 FPS, ganz einfach, weil die eh nicht erreicht werden. Also ich habe jetzt gerade hier im Spiel paar 40. Das ist jetzt aber schon eine relativ hohe Sache. Bei den Schiffen sind es 30 ungefähr. Oh, dieser Blick von hier oben ist der geil. Irgendwo läuft hier was. Mal schauen, wahrscheinlich werden wir gleich angegriffen vom Tijon. Wollte mich rüsten. So. Da oben kann in der Tat... Huch. Ah doch, jetzt ist die Pistole ausgerüstet. Okay. Da oben kann in der Tat mal ein Tiger rumfallen. Insofern sollten wir da... Ich habe keine Brandfallen, ne? Fantastisch. Insofern sollten wir da aufpassen. Na komm, laden. So. Ich habe das übrigens schon gelevelt, dass das 20% schneller ist. Für mich klingt das verdammt nach Tiger. So, dass das ein bisschen schneller ist, habe ich schon gemacht, aber... toll. Die war geladen. Das ist ein Tiger. Na, fantastisch. Nee. Ist ein Elefant. Ach, Gott sei Dank. Okay. Wisst ihr, hätte ich jetzt dieses Rumpeln an, also dass die Erde wackelt, wenn ein Elefant langläuft, hätte ich gewusst, dass es kein Tiger ist. Das klang für mich echt wie ein brüllender Löwe fast schon. Eigenartige Sounds, die sie den Elefanten gegeben haben. So, hier geht es immer weiter hoch und ihr wisst, was das bedeutet bei mir. Man kann immer weiter runterfallen. Jetzt sind wir schon relativ nah am Leuchtturm. Und habe ich Climbing Picks dabei? Natürlich nicht. Okay. Ich glaube, wir müssen dafür irgendwie, keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht geht es hier hoch. Es wäre echt noch schön, wenn hier noch ein Weg zum Leuchtturm angelegt werden würde. Ansonsten mache ich das mal. Ich habe nämlich echt keine Idee, wie ich da hochkomme. Hier außenrum, dass da dann irgendwann ein Weg hochführt, das sieht jetzt nicht so aus. Also es müsste schon da sein, wo ich gerade war. Hier bin ich letztes Mal auch gescheitert. Da hatte ich nur noch Climbing Picks dabei. Da kam ich wenigstens halbwegs ran. Ich falle hier doch gleich irgendwo runter, ich weiß das. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal hier. Also, mega, den da oben hinzusetzen, das, ja. Hier oben gibt es noch reichlich Holz zu holen. Das sieht doch aus, als kämen wir hin. Oder? Naja, so recht auch noch nicht. Hier hinten, hier lang. Mal gucken. Ja, hier scheint es dann vielleicht da dann oben über diesen Pass zu gehen. Wenn er dabei noch was sehen würde, ne? Nein, genau das habe ich befürchtet.
So. Ihr brauchst aber hier. Muss schon fast Reinhold Messner heißen, um zu unserem Leuchtturm zu kommen. Und ein Buschmesser dabei haben. Vielleicht bin ich da. Und dann finde ich nie wieder runter. Was er scheiß, hier ist er. Dann schauen wir mal, ob der gerade betrieben wird. Ansonsten lege ich auch mal ein bisschen Holz nach, wenn wir schon da sind. Put out fire. Also momentan läuft er wohl. Hat hier Inventar und für Holz. Das ist alles. Also man kann Holz reinlegen, Feuer an- und ausmachen und das war's. Okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Jetzt ist es echt schade, dass man da nicht hoch kann. Ich finde, der muss auch so ein bisschen rausgeschlagen werden. Hier um den Leuchtturm gehört ein bisschen freie Sicht. Bringen aber echt gut Holz, die Bäume hier oben. So, schwupp. Oh, was ein Dickicht hier, was ein Dickicht. So, die hauen wir noch um, dann sehe ich vielleicht auch mal ein bisschen was von dem Turm. Ich bin mal gespannt, wie sich unser Dorf hier weiterentwickelt. Also hier oben zu bauen, fände ich irgendwie auch sehr geil. Aber das müssen wir natürlich immer mit allen besprechen. Und nicht einfach loslegen. Aber hier oben zu bauen wäre wirklich, wirklich cool. Mit der Sicht. Ich meine, man müsste dann irgendwann mal, ja, vielleicht gibt es dann später auch sowas wie irgendwelche rudimentären Fahrstühle oder sowas. Ansonsten wird man mit den Leitern hier bekloppt, ne? Aber, Oh, Moment, das war die Spitzhacke. Ich wollte die Sichel. So. Sieht hier auch was? Nö. Kann ich nur pflücken. Okay. So, jetzt kriegen wir doch so langsam ein bisschen Sicht von hier oben. Also eine geile Textur haben sie ihm gegönnt. Zwischendrin auch diese Fenster. Ich finde es echt schade, wenn... Also man, ich hoffe, da kommt noch ein Patch, dass der begehbar ist. Ich heul da sonst rum, ihr merkt es. Ja, das ertrage ich nicht. So, ich mache das jetzt hier mal ein bisschen weg. So ein Leuchtturm muss wirken. Ja, er soll da auch noch was aussehen. Mal die jetzt mittlerweile ja auch abschließbar sein müssen, oder? Block. Mache ich jetzt mal. Bin jetzt einfach mal so frei. Der ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, auch andere können jetzt hier kein Holz mehr rausnehmen. Und ich denke, damit können wir dann auch... Es war vorher immer das Problem, dass die genauso offen waren wie die Schmieden und dergleichen. Und dann ist da natürlich ab und an mal ein fremder Tribe hingegangen und hat unser ganzes Holz rausgenommen. Und dann war der Leuchtturm halt wieder aus. Entschuldigung. Ich wollte nur den Busch pflücken, dabei habe ich jetzt den Turm ausgemacht. Das ist halt auch eh. Den Busch kriege ich also nicht weg. Ich habe jetzt unseren Feinden ein Signal gegeben. Hier sind wir. Was auch wirklich genial war, ich weiß gar nicht, ob wir das im Let's Play oder in den Streams hatten, als wir gefahren sind mit dem Boot. Nee, das war die Rückreise, wo wir unsere Galionsfigur gekauft hatten. Da auf der Rückreise haben wir den Leuchtturm tatsächlich auch auf dem Nachbarquadranten gesehen. Also dieses Leuchtfeuer von den Türmen scheint über die Map-Grenzen hinweg. Wir waren da noch in, keine Ahnung, C8 oder D8 oder was es war, in dem Nachbarquadranten und haben dort unseren Leuchtturm und den Nachbarleuchtturm flackern sehen. Also die haben halt tatsächlich, die sehen nicht nur cool aus, sondern haben auch über eine lange Entfernung ja, wirklich Orientierungsfunktion, wie in der Realität das eben auch ist. Schön wäre, wenn man denen jetzt noch unterschiedliche Farben geben könnte, sodass man dann auch sieht, okay, das Licht ist rot, das ist bläulich oder so. Dann kann man sich daran natürlich auch sehr, sehr schön orientieren. So,
Jetzt wirkt das Ganze hier doch ein bisschen aufgeräumter und schöner. Spawnen wegen mir die Bäume nicht nach, weil hier die Struktur ist, aber sollen sie auch nicht. Ich will ja den Leuchtturm sehen. So. Hobeln wir noch weg. Irgendwann. Bestimmt. Was ein Dickicht hier oben. Das finde ich aber auch cool. Eine Machete noch schön. Wahnsinn. So, und jetzt muss ich gucken, wie ich hier wieder runterkomme. Ich hoffe, das respawnt nicht hier. So, noch ein bisschen mehr Holz. Haben wir ein bisschen was wenigstens wieder aufgefrischt. Und dann, bevor es dunkel wird. Ja. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ich sehe nichts. Das genau ist mir das letzte Mal auch passiert, als ich wieder runter wollte. Dann ist man irgendwo in diesem... Dann ist man irgendwo in diesem Dickicht und findet überhaupt nicht mehr raus. So, doch hier. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch fast so aus, als hätte ich den Weg. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo die Treppe runter war. Habe ich nur noch gesagt. Gleich wird es noch dunkel. Wir werden uns nie wiedersehen. Ich werde verloren sein, auf ewig. Gott, Sonne, bleib mir noch ein wenig erhalten. Ja, da sind wir. Juhu. Also wenn ich jetzt nicht noch falle, komme ich tatsächlich lebend runter. Ich glaube, das habt ihr nicht unbedingt gedacht. Gibt's zu. Der Tigerelefant. Also, ich bin mega begeistert von dem, was hier im Piratennest bei uns bereits aufgebaut wurde. Ich werde die Folgen hier weiterhin so halten, dass ich vieles davon vorstelle. Die richtige Action und dergleichen, also Action, Anführungszeichen, ja, Fails und dergleichen, gibt es dann in den Livestreams. Da wird das Ganze so ein bisschen mehr wie ein Let's Play aufgezogen sein. Das heißt, wir werden absaufen. Wir werden dort dann immer unterwegs sein, auch mit den Schiffen und Schatzsuchen machen. Wir werden versuchen, auch bestimmt mal gegen die Ship of the Damned zu kämpfen. Wir werden Zehm-Touren machen. Das wird allerdings auch immer mal wieder hier in Folgen der Fall sein. Also wenn wir das nächste Mal den Tiger versuchen, dann werde ich natürlich versuchen, auch die Kamera dabei zu haben. Ich laufe andersrum zurück und dergleichen. Aber ansonsten geht es in den Livestreams rund. Da werden wir dann auch mit den Randlatten zusammen die Schiffe besetzen und lossegeln. Vielleicht auch mal mit größeren Flotten oder halt mal das ganz große Schiff mit möglichst vielen Leuten besetzen und Aufgaben verteilen und versuchen damit über die Meere zu schippern. Die entlegeneren Inseln mal anzusteuern, die Außenposten zu besuchen, selbst Außenposten irgendwo aufzubauen, Häuschen im Eis aufzubauen, die Biome kennenzulernen, all das, hauptsächlich in den Livestreams. Hier dann immer so als Let's Show dann nochmal ein bisschen zusammengefasst sozusagen, was passiert ist. Ich hoffe, dieses Konzept gefällt euch. Ich denke, das ist für so ein komplexes und zeitaufwendiges Spiel wie Atlas eben nötig, dass man das so ein bisschen anders macht und kein ganz klassisches Let's Play. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein ganz normales Let's Play gemacht hätten wie bei Ark und hätten da hinten gezeigt, wie wir diesen Stall aufgebaut haben, das weiß nicht, wie viele Folgen das gewesen wären. Ewig, ja. Und von daher zeige ich es dann lieber, wie es fertig ist, stell das vor, stell die Tiere vor und stell dann zukünftig die Biome vor und all so Sachen. Hier wird es also noch viel zu sehen geben und das ist ein bisschen ein anderes Konzept, als das bisher war. Ist für mich auch zeitaufwendiger, weil ich viel natürlich auch im Offscreen spiele, aber dafür mache ich eben auch viel in den Livestreams auf Twitch, sodass ihr, wenn ihr es denn auch alles sehen wollt, dann dort natürlich die Gelegenheit habt. Schaut, unser Holz brennt gut da oben. Wir haben sehr gutes Holz da reingelegt. Leuchtturm, ich feiere den. Ich feiere den echt. Ich finde das super toll. Genial. Ich freue mich auf Atlas, auf alles, was noch kommt. Ich freue mich auf die Patches, die noch kommen. Der letzte war schon echt umfangreich. Patch 10. Wir haben es ja gesehen mit dem Zähmen, mit den Claim Flags und dergleichen. Ich bin gespannt, was demnächst kommt, dann wenn neue Inhalte das erste Mal kommen, wie das aussieht. Wenn die Mod-Unterstützung kommt, wie sich das niederschlägt.
Wir haben noch viel zu entdecken. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und wir sehen uns in den nächsten Folgen und in den Livestreams von Atlas. Links oben in der Ecke habt ihr auch die Möglichkeit, direkt auf den Button zu klicken und zu Twitch zu gelangen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.